Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Pokémon Spectral Sun Nuzlocke Part. Ja, wir dürfen heute gegen Chris run. Dafür habe ich das Team natürlich umgestellt. Ich habe gemerkt, ich habe ja eigentlich Fassade. Das heißt, wir haben eigentlich einen soliden Angriff gerade für Elektro mit dabei. Ich will auf Altaria auf jeden Fall relativ fix die Mega rausbekommen. Stoutland finde ich eigentlich mit dem Set ganz geil, so wie er ist. Also Stromstoß bringt natürlich jetzt für den Kampf eher weniger was. Ich habe auch nichts gesehen, was ich ihm lieber beibringen will. Huzza ist mit dabei, auch wenn wahrscheinlich das E-Train dabei ist. Alola Knogger ist da. Unser Boy, Freund und Helfer Alola Kokowai ist mit von der Partie. Und dann haben wir noch Pixie, weil ich muss sagen, also wir können uns mal kurz die Bank angucken. Die schaut gar nicht mehr so gut aus. Ich weiß, ich würde echt gerne alle Trainer soweit machen und so. Aber ich glaube, in der Siegestraße muss ich so vielen wie möglich aus dem Weg gehen. Also klar, die ist relativ voll, aber da sind halt Monster bei, wie Dedenne, Lumineon, wie Senior, Klefki, Pinsir funktioniert auch nur als Mega und selbst da ist der nicht so geil, wenn ich keine gescheite Normalattacke habe. Wobei mit Fassade geht's vermutlich. Und das ist halt alles sehr slow und so. Also ich muss wirklich mal gucken. Also wir haben ja in der Siegestraße sicher einige Kämpfe, die fest sind, aber ich werde jetzt nicht absichtlich rumrennen und irgendwelche Trainer suchen. So viel kann ich euch garantieren. Also da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Wo chillt denn der? Ist das nicht sein Labor gewesen? Vermutlich chillt er da, ja. Und dann schauen wir mal, wie das laufen wird. Es wird, denke ich, nicht allzu einfach, aber wir schauen mal. Das Ding ist, hätte man halt wenigstens so den Attackenerinnerer, dann hätte man zum Beispiel einen D-Dance Mega Altaria oder so hier haben können. Das wäre halt alles schon sehr, sehr geile, muss ich sagen. Aber ja, machst du nix. Es ist ein Doppelkampf. Okay. Immerhin habe ich meinen Bedrohamon vorne, Elektroerzeuger, ja. Bedrohr kommt. Ich meine, das Gute ist, Luxtra ist immerhin ziemlich sicher noch ein Dings-Pokémon. Falls da eine Donnerwelle direkt kommt, würde ich auf Fassade hier gehen. Und hier will ich. Ich überlege halt, ob ich wechsle. Weil vermutlich da die Elektroattacke drauf kommt. Wenn eine kommt. Damit ich da einfach nochmal einen Bedroher in the back habe, ist, glaube ich, dann nicht verkehrt. Und bisher mit der Coverage, die Alola Kokowai hat, ist der eh ein bisschen knibbelig zum Benutzen. Und eine Anti-Eisbeere wäre da zur Not auch noch drauf. Luxtra geht auf Schutzschild. Ah ja, das hätte man riechen können. Es kommt ein Ladungsstoß. Oh nee. Also irgendwo ist eine Para okay, aber irgendwo ist sie. Ja. Also für Dings wäre sie noch okayischer gewesen durch die Fassade. Ja, ich würde sagen, wir versuchen. Ich denke, Fassade. Warte mal, Psychoschock ist. Ja, wirkungslos. Nee, dann passt das. Ich denke, Flammenwurf. Plus Fassade sollte Luxtra auf jeden Fall rausnehmen, damit wir auf ganz Nummer sicher gehen. Weil der muss weg. Lichtschild. Oh, der kann auch noch Reflektor, ne? Wir sind schneller als Luxtra. Okay, da war ich mir nämlich nicht sicher. Der lebt wirklich knapp. Eiszahn kommt, aber wir haben die Anti-Eisbeere, Gott sei Dank. Wird wahrscheinlich trotzdem scheppern. Und ich hoffe, Flammenwurf killt. Ich bin mir nicht sicher. Aber da wäre ein Burn zur Not noch da gewesen. Also das. Das passt. Okay, dann ist das einigermaßen okay ausgegangen. Elevoltik. Okay, das nächste Mon, was ich potenziell mit Fassade angreifen kann. Das nächste Mon, welches einen Ice Punch auf mich donnern will, vermutlich. Ich denke, wir gehen in Alola Knogger dann jetzt. Ich glaube, Elektroball müssen wir da stehen lassen. Ich hoffe, dass der nicht auch noch den Reflektor hat, weil sonst wird es unangenehm. Verhöhner. Verhöhner ist mir nicht egal, aber es ist noch okay. So, der Ice Heap kommt da drüben hin, das passt. Und ich hoffe, die Fassade killt jetzt auch einfach. Okay, Mega Altaria bisher Premium, Mon. Absolut Premium. Gefällt mir sehr gut. Den Work, den es leistet. Und da kommt Zap da ran. Ich würde sagen, wir schallern einfach auf den drauf, I guess. Dass der weg ist. Das ist vermutlich das Schlauste, was wir machen können. Es kommt noch ein Verhöhner auf Alola Knogger. Der juckt mich relativ wenig. Fassade kommt. Das sollte schon mal guten Damage hinterlassen. Abschlag kann der, okay. Aber Flammenblitz sollte trotzdem nicht gerade wenig abziehen, würde ich sagen. Aber in der nächsten Runde müssen wir auf jeden Fall wechseln. Zaplarang ist weg, okay. Also die Mons auf der anderen Seite fallen auf jeden Fall sehr schön. Ja, genau mit sowas habe ich leider gerechnet.
Ja, wir müssen auf Fassade gehen und hier müssen wir wechseln. Was wird das Mega-Pokémon sein? Potenziell Voltenso oder Ampharos? Ich überlege halt, ob ich Alola Kokowai abwerfe. Aber ich will eigentlich auch nicht so viel abwerfen, aber. Also wahrscheinlich kommt halt jetzt die Elektroattacke auf den Slot. Deshalb finde ich eigentlich. Ich finde den Switchout, der passt schon. Also da kommen wahrscheinlich von beiden Seiten Donnerblitz-Ladungsstoß. Schmarotzer kommt sogar, okay. Sollten wir aber. Wow, okay, das zieht mehr ab, als ich dachte. Und da kommt ein Rückenwind. Okay. So, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Flugattacke auf unser Marowak kommt. Da könnten wir halt jetzt überlegen, in Finn zu gehen. Ich überlege halt, ob wir sogar in den gehen. Weil der kann sich noch heilen. Und hat die Zitrobeere. Wobei, wir hätten auf Dings auch die Offensivweste, ne? Es geht beides fit eigentlich. Es nimmt sich beides nicht mega viel. Da kommt der Verhöhner, aber ist mir egal. Ich spam bisher nur Fassade durch. Da kommt der Luftschnitt. Wie viel. Oh. Oh, das finde ich aber nicht so nett, dass der jetzt auf mich geht. Und wir kriegen die Statik. Ich weiß gerade nicht, ob ich die behalten will oder nicht. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil ich überlege gerade, welches Highlight ich benutze. Ob ich eine Top-Genesung ziehe? Ich glaube jetzt nicht, dass Zapdos ein Dings bekommt. Ein Ruheort. Weil wenn der Luftschnitt hat, der hat sicher die Elektroattacke, Rückenwind. Ich hoffe, der hat nicht Ruheort. Also ich würde auf die Top-Genesung sogar gehen. Einfach nur, weil eine Full-Para richtig nervig sein kann. Es wäre okay, wenn er nochmal Para. Dass da nochmal Lichtschild kommt, war klar. Deshalb dachte ich mir auch, eine Mondgeweih ist eh irrelevant. Oh. Ja, welcher Z-Move? Okay, Elektro. Ja, ich glaube, das sind Todespixel. Wobei, wird das von E-Terrain geboostet? Ich glaube nicht, weil der schwebt ja. Dann könnte Pixie den leben. Weil wir sind noch bei Full HP. Also gut war es auf jeden Fall nicht, wie es das gelebt hat, aber es lebt. Okay, und jetzt kommt Voltenso oder Ampharos? Ampharos. Ist mir lieber, weil ich glaube, der kann nichts gegen Mega Altaria machen. Das heißt, Mega Altaria kann jetzt hier eigentlich easy Fassade drücken. Und eigentlich sollten jetzt wieder zwei Elektroattacken in den Slot kommen. Das heißt, ich kann jetzt hier Pascal richtig gut reinwerfen. Und ich glaube, wir könnten sogar hier mit allem tatsächlich durchkommen. Ich bin selber erstaunt darüber. Aber ich glaube, es müsste klappen. Überbrückung ist auch egal. Ich habe gerade kurz überlegt, ob der dann irgendwas machen kann, was nervig wäre. Aber nee, ist mir auch egal. Ladungsstoß kommt da jetzt direkt. Und wir kriegen eine Para. Also wenn Fassade durchkommt, ist der tot. Wir kriegen die Doppelpara. Cool. Und ein Donnerblitz auf den Slot. Ja, aber Munges. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Ja, das hätte jetzt genau nicht passieren dürfen. Das hätte jetzt genau nicht passieren dürfen. Wobei, das Terrain ist weg. Das heißt, ich glaube, wir leben eigentlich die nächsten Hits. Wir können auch nochmal in Finn gehen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Weil wenn die den Double targeten, bin ich mir nicht sicher, vor allem weil ein Drachenpuls halt jetzt auch kommen kann. Oder vermutlich sogar kommt. Dann ist, denke ich, Finn auf jeden Fall der Play. Da kommt nochmal ein Verhöhner. Das ist fein. Das ist eine Nullerrunde, die der macht. Drachenpuls kommt. Ja, jetzt lass mich einfach durchkommen. Dann ist dieser Kampf mit. Boah, zieht das wieder. Okay, das ist ein Todesampharos, 100%. Wunderschön. So, jetzt müssen wir uns nur noch um Electrode kümmern. Das sollte ein machbares Ding sein. Also, sobald wir eine Fassade, glaube ich, durchbekommen mit Roofjetkin, dann ist das Ding gegessen. Würde ich einfach mal behaupten. Nahrungssturz kommt wieder, wird mich vermutlich paran, ne? Ja, klar, warum auch nicht? Man macht meine Fassade wieder stärker. Ja, wir kommen nicht durch. Der kommt durch. Ich glaube, das ist vielleicht sogar einfach ein Kill. Jawohl. Final. Nee, der hatte Elektroerzeuger. Okay! Kein Tod in diesem Kampf. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Bin ich sehr happy mit und sehr zufrieden. Ich glaube, das war jetzt auch der letzte Kampf, den wir mit diesen Feder-Scheißerli-Sachen machen müssen. Wenn ich mich richtig da, also wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wir nehmen das gelbe Blatt. Und dann haben wir doch jetzt alle Blätter, oder? Ich habe ein Squad wieder aufgestellt. Wir haben Alola Kanogga wieder mal im Lead gegen dieses Mon. Dann haben wir unser AV-Face-Grab Stoutland mit dabei, den ich immer noch sehr cool finde. Alolasan damals mit dabei, der eigentlich nur für Eisenschädel mit Expertengurt da ist. Metallium, Sie, Lichtkanonen, Magnezone haben wir noch für den dabei. Gut, das heißt so allgemein, denke ich, noch ein solides Mon. Und Visenior
mal wieder für das Turbo-Tempo hier, falls wir das bräuchten. Ja, ich denke, das ist ein solider Squad. Ich hau jetzt einfach, dass wir... Was? Oh. So, dann können wir jetzt aber den Herrscherkampf machen. Ich musste nur noch mal kurz ins Ätherhaus mir ein Gespräch anhören, krieg das violette Blatt und dann easy. Schauen wir mal, wie es gegen Bundlebee laufen wird. Ich denke aber, eigentlich ist der machbar. Ich weiß, der ist vermutlich auf plus 2. Ich hoffe nicht plus 3. Das wäre ein bisschen much, finde ich. Drastisch hört sich aber nach plus 3 an, muss ich gestehen. Er hat einen Tripleton Omniboost Intus, okay. Ich feuer trotzdem meinen Flammenblitz raus. Ich glaube, es two-shottet trotzdem Fighter-Reigen jetzt auch noch. Cool. Mega cool. Können wir einfach critten? Das wäre jetzt witzig. Anti-Feuerbeere auch noch. Oh mein Gott. Ja, okay, mit Facegrab brauchen wir gar nichts machen. Okay, der nächste Flammenblitz killt den auf jeden Fall. Was ist denn mit Streiter? Megani, aber das ist auch Pflanze-Fee. Das ist okay. Ich würde Megania einfach stehen lassen und Bundlebee versuchen wegzukriegen. Es drückt sogar nochmal Falterreigen, ist der dumm. Also damit habe ich doch, also dann ist doch Aphrodia. Oh, heilt das den Partner? Oh, aber nur 25%, das ist ganz gut. Vielleicht irgendeine kranke Max-Roll, die jetzt trotzdem killt? Oh mein Gott, wir killen wirklich. Ja, okay. Alola Knogger, die geile Sau? Gefällt mir. Ja gut, Megania wird jetzt, glaube ich, nicht das Problem sein. Der wird jetzt auch am Flammenblitz sterben. Ja. Das war das letzte Tod im Kämpfchen, ne? Das heißt, ab jetzt gilt auch offiziell die letzte Level Cap, I guess? Ich weiß es nicht, ob es noch eine Level Cap gibt. Das muss ich mir gleich angucken. Und damit kriegen wir jetzt auch nochmal den Feen-Z-Move. Und müssten jetzt... Ich glaube, Icium, also den Ice-Z-Move haben wir noch nicht. Den findet man noch in der Siegelstraße. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt alle Z-Moves soweit parat, falls wir irgendeinen von denen bräuchten. Sehr gut. Ich bin dumm. Ich dachte, ich gehe jetzt gleich zur Siegelstraße. So ein Schwachsinn. Ich muss noch gegen Harpu kämpfen. Die Level Cap hat sich noch gar nicht verändert, glaube ich. Oh, jetzt noch Harpu-Kampf. Ach du Scheiße. Also, wir haben in petto unser Expertengurt. Thanatora, ich glaube, der wird richtig wichtig in diesem Kampf. Also, Trefferschwall wird böllern müssen wie Sau. Ich glaube, ich packe da nochmal einen Aqua-Durchstoß rein, falls ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen die AP verbrauchen, merke ich gerade. Das ist wahrscheinlich noch relativ schlau. Bevor ich das vergesse, mache ich es nämlich auch lieber gleich direkt. Da ist er. Weil ich glaube nicht, dass wir in diesem Kampf Kreuzhieb für irgendwas brauchen, wo wir nicht einfach die Wasserattacke drücken können. Und Kreuzhieb misse ich sowieso, sind wir realistisch. Das Einzige, was ich hitten kann, sind Steinkante. Dann haben wir unser Bedroher-Offensivfesten Stoutland dabei. Der gefällt mir immer noch overall. Fassade, Knirscher, Stromstoß, Felsgrab ist, denke ich, ein feines Ding. Auch wenn wir mit Stromstoß vermutlich nicht allzu viel machen werden. Unser Siberio ist mit dabei mit der Zitrobeere, wodurch er hoffentlich vielleicht mal rein switchen kann und was killen kann. Kiroja-Bären, Notdünger, was ganz geil ist mit Notdünger, muss ich sagen. Mit Blättersturm, Holzhammer, Strauchler als Angriffsattack und Flammenwurf einfach noch für... Falls irgendwas doch nur neutral vom Pflanze gehittet wird. Vielleicht bringt uns dann Flammenwurf was. Stalobor zum Beispiel, der wahrscheinlich kommt. Hippoteros wird vermutlich nämlich auch kommen. Dann haben wir noch hier unser Swaroness mit dem Aquium-Sieg. Ich denke, da haben wir nochmal eine gute Nuke. Und halt unser Prio-Beast, welches leider nicht die Wasserdüse hat. Das wäre noch ganz nice. Dann schauen wir mal, wie das laufen wird. Also ich vermute, Hippoteros, Stalobor, Gastrodon, Pampros, irgendein Mega-Boden-Pokémon, bei dem ich gerade... Was für ein Mega-Boden-Pokémon gibt es eigentlich? Knackrak, ja, Mega-Knackrak. Und dann als sechstes... Ja, irgendwas, worauf Mimso halt Bock hatte, ne? Ja, da ist das Hippo im Lead. Das Gute ist, ich bin mir sehr sicher, Trefferschwall wird den einfach in die, also wirklich ins nächste Millennium ballern. Also Superschütze plus Trefferschwall klingt für mich als, also unfassbar geil. Und ich glaube, so geil wird auch nie wieder ein Thanatora sein. Weil dann kriegen wir auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, Tarnstein oder so drauf. Ja, das ist auf jeden Fall. Da reichen sogar fast zwei aus, um den zu killen. Okay, eine 50% Beere wollte ich gerade sagen. Wäre tatsächlich noch ein Problem. Vor allem umgeht Trefferschwall halt auch Anti-Wasserbären, ne? Das ist halt auch voll geil. Lieb. Beldra.
Könnte ich mit einem Steinhagel angreifen? Und ich habe eigentlich gerade auch einen Spedef-Boost-Intus. Ansonsten wäre natürlich Finn eine Option. Aber ich glaube, wenn ich das. Ich glaube, ich will einfach nutzen, dass ich hier noch fit bin. Oh. Okay, ich habe gar nicht. Also, ich dachte halt an Erdkräfte, aber an Gigasauger habe ich gar nicht gedacht. Okay, damit kriegen wir aber immerhin so gut wie den Kill, was ganz geil ist. Eigentlich könnten wir auch auf den Gigasauger in Seufon gehen und damit über Rumpler einfach killen. Dann kriegen wir nicht noch unnötig irgendeinen anderen Damage. Ich glaube, das finde ich ganz fein, ganz nice. Weil Gigasauger sollte jetzt auch nicht die Welt abziehen. Ja, passt. Ist okay. Das einzige Problem ist, jetzt können wir halt nicht mehr mit Rückzug wahrscheinlich so gut agieren. Über Rumpler sollte hier auf jeden Fall den Kill holen. Und dann war es das mit Libeldra. Okay, mit Libeldra habe ich nicht unbedingt gerechnet. Passt aber rein, weil es ja mein Boden-Pokémon war. In der Wüste lebt. Und ja, Pampros. Ich will dem... Also der will halt wahrscheinlich den Rock-Move hier drücken. Deshalb, ich würde hier einmal in Finn gehen. Dem Bedroher reinjagen. Und dann gehe ich in mein Dings rein. Wie heißt es in meiner Lola Kokowai? Kont. Oh. Okay, das macht es natürlich nur noch besser. Und jetzt gehen wir in Alex, weil ich glaube, das ist das Mon, was den Z-Move drücken kann. Das heißt, wenn jetzt der Boden Z-Move kommt, fangen wir den auch gut ab. Es kommt ein Rambos. Ich weiß nicht, wie schwer Lola Kokowai ist. Auf jeden Fall schwer genug, dass Rambos fast gar nichts abzieht. Das ist geil. Und Pampros wiegt 3 Millionen Kilo gefühlt. Das heißt, dieser Strauchler wird richtig Heavy Damage hinterlassen. Und one-shottet das Pampros. Ein Traum, wenn ihr mich fragt. Ein Traum. So, wer kommt jetzt? Golgantis. Der ist doch auch schwer. Der sollte auch... Beziehungsweise... Ich glaube, ich gehe hier sogar auf einen Blättersturm. Weil der nochmal ein bisschen stärker ist. Wenn ein Eishieb kommt, wollte ich gerade sagen, wir haben die Anti-Eisbeere. Damit sollten wir das auf jeden Fall leben, auch wenn der Eisenfaust hat. Oder ich habe den Damage komplett falsch eingeschätzt. Ja... Okay, ich habe Leben überhaupt nicht bedacht, das stimmt. Ja, wir hätten einfach wechseln sollen. Aber das Ding ist, der ist ja eigentlich schneller als Golgantis. Das heißt, ich kann doch jetzt einfach mir wieder einen Trefferschwall-Kill abholen. Ja, okay, das ist ein totes Golgantis, selbst wenn er eine Anti... Nee, der hat ja einen Leben-Mob. Okay, das ist sehr gut wiederum, dass der jetzt einfach weg ist. Ich weiß halt echt nicht, was das Mega-Pokémon ist, ne? Und dann kommt Stahlobor. So, jetzt ist halt das Problem eigentlich... Ich glaube, Eisenschädel kann mich killen. Aber eigentlich sollte er immer Erdbeben klicken. Ich überlege halt... Der hat sicher ist die. Deshalb, ich glaube, es ist sogar besser, einfach direkt in Sao zu gehen. Dass der nicht... Also, Bedroher jetzt reinjagen und wechseln. Dann drückt er SD und der geht auf plus 1. Ist, glaube ich, Schwachsinn. So. Und bevor Siedewasser jetzt irgendwie nicht killt, hauen wir hier, glaube ich, auch den Z-Move raus. Weil ich habe jetzt leider schon... Schwertanz kommt nämlich. Mhm. Ich habe jetzt leider schon Alola Kokowai dumm geopfert. Weil ich so confident war, dass durch die Anti-Eisbeere ich das Leben werde. Obwohl der Eisenfaust auch hat. Was das auch ein bisschen negiert. Also, das war ein bisschen zu confident. Das hätten wir einfach mit Stoutland machen können. Ich meine, so kommen wir jetzt ganz gut gegen Excadrill hier rein. Ne? Das, also, es kann natürlich auch sein, dass es sonst irgendwie gegen Exca schwieriger geworden wäre. Der hat einen Sash. Ach, du dumme Sau, du. Okay. Ja, dieser Fokusgurt ist, um ehrlich zu sein, gar nicht geil. Also es würde halt jetzt Steinhagel kommen. Schade, dass wir hier keine Wasserdüse haben. Ne? Also wir kriegen den weg, wir haben noch eine Prio in the bag. Aber ich darf jetzt Seufon da nicht reinwerfen. Ich will Sao eigentlich nicht opfern. Je nachdem, was da jetzt noch als Bodenmon kommt. Einfach wegen Siedewasser. Ich will aber Finn auch nicht opfern. Ich will aber eigentlich auch nicht den opfern, aber momentan bin ich am überlegen, Thanatora zu opfern. Aber der Trefferschwall ist so geil, aber der ist halt so langsam. Ich glaube, das Sinnvollste ist, Desert Man zu opfern. Weil ich glaube, es kommt Mega Garchomp. Und gegen Mega Garchomp macht der halt nichts. Da sind alle Mons, die ich übrig habe, sinnvoller. Ja. Es ist schade. Es ist sehr schade. Aber was willst du machen? Ey, er hat dafür hier seinen absoluten Moment gehabt. Ja, das ist halt umso bitterer, dass ich jetzt halt das Ding so dumm abgeworfen habe. Weil vielleicht hätten wir dann nochmal einen Mon mehr gehabt, aber...
Ja, was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Jetzt kriegen wir wenigstens unseren Überrumpler raus, damit das Excadrill, das Stalobor weg. Und jetzt müssen wir nur noch das Mega gehandelt bekommen. Jetzt ist nur das Problem. Ich denke, gegen Mega Garchomp, wir können vom. Also, wir haben eine gute Def auf dem eigentlich. Stolos? Hat der hier ein anderes Typing? Also, er ist Stahlgestein. Aber wenn der Mega. Boah, ist das jetzt wirklich einfach nur ein normales Mega-Stolos? Ich wechsle mal den Finn, weil ich kann gerade gar nicht einschätzen, was der von mir möchte. Aber das ist ein richtiger Scheißgegner. Ich weiß nicht mal, ob mir Mega Garchomp lieber gewesen wäre. Ja, Mega Aggron. Der ist mies bulky und ich habe gar nicht so viel gegen den Drachenklaue gekommen. Oh, ist das Drache. Ist das Drache Stahl? Das ist vermutlich Drache Stahl. Ja, das ist es. Okay. Ich überlege, ob ich in Seufon gehe. Weil dann kriege ich einen Pivot into Sao. Und mit Sao. Weil andererseits ist, glaube ich, Treater auch ganz nice. Weil mit Sao habe ich überlegt, ob ich noch auf die Daunenreigen auch gehe. Und dann Siedewasserburn spiele. Finde ich auch nicht schlecht. Also Seufon ist auf jeden Fall erstmal der Play. Weil ich den zum Pivoten nutzen will. Weil einen Hit sollten wir auf jeden Fall nach dem Bedroher leben. Autotomie. Okay. Ist leichter geworden. Cool. Wir fressen jetzt unsere Beere. Das heißt, wir werden nicht rausgeschleudert. Das heißt, wir kriegen vermutlich. Wir kriegen noch einen Tiefschlag raus, würde ich sagen. Das ist nochmal ein bisschen Chip-Chap. Oder schon mal ein bisschen Chip-Chap. Und der boxt mich jetzt raus. Der boxt mich nicht. Aber der. Warte, werde ich vom. Okay, ich werde vom Sand rausgeboxt, weil es hat ja gar nichts abgezogen. Ich überlege, ob ich nochmal in Finn gehe oder halt in Sao gehe. Ich glaube, wir gehen in Sao und ich will einen Down-Reigen drauf bekommen. Weil dann ist der minus 6, was super geil ist. Und dann wechseln wir in Sibirio, würde ich sagen. Weil ich glaube, das Teil drückt die ganze Zeit Drachenklaue und Drachenklaue resistieren wir mit Sibirio, was geil ist. Wir haben im Übrigen auch noch immer unser Heil-Item, ne? Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Das könnten wir auch noch ziehen, wenn es hart auf hart kommt. Und da kommt die Drachenklaue. Es ist ein resistierter Move für uns. Das ist ganz nice. Ich wollte gerade sagen. Aber das hat auch allgemein nicht so viel abgezogen. Dafür, dass das ein Crit gerade war? Ist das okay? Eisenschädel? Das ist wie. Nee, es ist einfach nur sehr effektiv, ja. Okay. Jetzt hätte ich hier gerne den Phytinium Sie. Ableithieb kommt. Wie viel zieht der ab? Der zieht gar nichts ab. Oh, hell no. Der zieht gar nichts ab. Ja, das ist nicht gut. Nochmal Eisenschädel. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den nächsten leben. Also mit Nahkampf killen wir den. Ich überlege gerade, ob wir ein Highlight-Item jetzt ziehen, weil ich glaube, beim nächsten könnte es eine Damage Roll sein. Ich denke, es ist der Play, den Top-Trank zu ziehen und dann mit Nahkampf den Kill zu holen. Das ist vermutlich das Schlauste, was ich oder Beste, was ich hier machen kann, I guess. Ja, das hätte uns, glaube ich, gekillt. Vor allem mit Sandsturm zusammen, erst recht. So, und jetzt müsste Nahkampf auf jeden Fall den Kill hier snacken können. Ja. Oh Gott, das Problem ist, wir haben gerade gegen Crit und Flinch auch noch gespielt. Oh, das war auch ein bisschen glücksabhängig hier. Okay. Aber stimmt, ja, wir haben den Boden-Set-Move hatten wir auch noch nicht. Ist mir aufgefallen bei meiner Aufzählung gerade. Aber Hapu. Damit auch überstanden. Das ist auch geil. Das heißt, wir haben jetzt heute Chris schon mal geschafft. Feentotem, Bodenkampf. Sehr schön. Leider wieder zwei Pokémon verloren und das ist wirklich nicht mehr gut langsam. Also ganz weit weg von gut ist das. Ja, dann legen wir mal wieder die nächsten Mannequins ab, ne? Ja, also Alola Kokowai war dumm, aber wie gesagt, man weiß ja nicht, wie ansonsten der Kampf auch verlaufen wäre. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Squad aufstelle, weil jetzt müssen wir ja auch noch gegen Gladio, glaube ich, direkt antreten, ne? Ach Gott. Der Squad gegen Gladio steht. Wir haben einmal offensiv ist ein Magnezone dabei, hilft uns gegen Crobat als auch gegen Porygon Z richtig gut. Ist auch im Lead geil, weil beim letzten Mal Aquana im Lead war und dann können wir den erstmal Volt switchen. Tektas ist mehr oder weniger mein Mega-Lucario-Check, weil. Er kann Durchbruch und resistiert beide Stabs, was ganz gut ist. Auch so eine Coverage wie, weiß ich nicht, Erdbeben, Knirscher und sowas ist nicht allzu schlimm gegen den. Deshalb
Ich hoffe, der kann mich irgendwie retten. Alola Knogger ist für... Das ist eine gute Frage, für wen war Alola? Ja, auch nochmal für Porygon Z, falls Magnezone schon ausgelastet ist, was gut sein kann. Weil wir auf den Normal Move gut reinkommen, ein Leben und mit Flammenblitz hoffentlich killen. Außer es ist Permaregen, das wäre nicht so geil. Da ist unsere Speed Control mal wieder. Parfiness checkt eigentlich Zoroark komplett. Der könnte Sondersensor haben, aber das wäre, denke ich, eine okaye Sache. Und zum Schluss noch Amoongus, den haben wir auch nochmal, also auf dem Void-Wechsel für Dings mit dabei. Wie heißt er? Für Aquana. Schauen wir mal, weil ich habe echt Respekt vor Mega Lucario. Ich habe keine Ahnung, was Mega Lucario alles kann. Wenn der Patronen lieb hat, hatten wir auch ein richtig großes Problem. Also es ist alles nicht so prickelnd, muss ich sagen. Es ist alles nicht so prickelnd. Und ich will eigentlich nichts, was wir gerade in diesem Team drin haben, verlieren. Ich glaube, alles kann richtig nützlich sein. Er hat nur 4 Pokémon? Okay, und er leadet auch. Und es ist Hagel und er leadet nicht mit Aquana. Ja, dann drücke ich jetzt einfach mal Ladungsstoß. Kreuzschere. Das ist der beste Move von X-Bud, nehme ich. Ich glaube, der hat nicht groß was gegen mich. So, jetzt könnten wir natürlich den Kill mit Voltwechsel machen. Die Frage ist, will ich den machen? Das wird er vermutlich... Also Zoroark hat er doch sicher noch. Sein Mega Lucario hat er vermutlich auch. Und Namigento, oder nicht? Die Frage ist, was für ein Namigento hat der Drache, hat der beim letzten Mal. Aber dann... Gehe ich doch jetzt auf den Voidwechsel und schicke immer Parfiness rein, oder bin ich doof? Weil ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob er das mega früh reinschicken kann, aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn das früh reinkommt. Und dann haben wir Parfiness jetzt sowieso einfach schon in Position, falls Amigento Drache... Also, falls es wirklich Amigento Drache ist. Kann auch sein, dass das Amigento sich verändert. Schauen wir mal. Oder es kommt einfach das Mega Lucario straight up rein. Amigento kommt. Ja, ich... Keine Ahnung, es ist Wasser. Okay, aber dann kann ich ja auch in den hier gehen. Ich weiß, er kann auf Flammenwurf und sowas drücken, ne? Das ist ja klar. Aber es soll erstmal okay sein. Es kommt. Okay, ja, das ist schlecht. Sporenwirt? Deswegen Sporenwirt ist, glaube ich, auch noch nicht einmal in diesem Spiel gefühlt getriggert, ne? Okay, der wird auf jeden Fall jetzt nochmal sein Headbutt klicken. Also in Wasser kann ich den nicht reinwerfen. Ich überlege halt gerade, ob wir tatsächlich in den gehen. Weil ich glaube, der ist physisch und physisch lernt der nichts groß noch gegen Magnezone, wenn ich nicht dumm bin. Komm, nochmal seinen Kopfstoß. Also der Hagel setzt mir ein bisschen zu, weil das nochmal extra Chip-Damage ist, die ich nicht gern sehe. Aber ich wüsste jetzt nicht, was der noch kann. Und ich habe auch noch eine Offensivweste, wenn es ist. Ja, Kreuzschere, okay, der kann nichts gegen mich. Aber im besten Falle machen wir jetzt so viel Damage, dass wir einfach in Mega Aerodactyl gehen können. Und das ist eine ziemlich gute Mega Aerodactyl Range. Und ich sagen kann, ich kriege jetzt hier free meine Mega raus und kriege jetzt hier mehr oder minder free meinen Kill. Das sind beides Dinge, die ich sehr gerne sehe. Ja, das ist sogar Turbofelsen Range. Das ist optimal. Weil dann muss ich auch keinen Crit eingehen, keinen random Speedbuff, den der bekommen hat oder so eine Kacke. Der ist dann jetzt einfach weg. Das ist halt deshalb Mega Aerodactyl so geil, weil er so eine geile Speed Control ist. Das ist der Wahnsinn. War sogar ein Crit, okay. So, wer kommt jetzt? Lucario, Zoroark. Lucario kommt erstmal. Level 76. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das jetzt das Zoroark ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. So oder so, glaube ich, gehe ich einmal in Pascal, weil ich glaube, ein Hit übernimmt der, also kann er noch erstmal leben. Von egal was. Fokusstoß. Okay, das ist... Ich wollte gerade sagen Zoroark, aber das heißt eigentlich gar nichts. Ich glaube nicht, dass... Also Lucario wird doch sicher mega, deshalb ich bin mir sehr sicher, dass es Zoroark ist. Deshalb wechseln wir jetzt hier raus. Und ich würde gerne, weil ich glaube, dass Lucario wird eher physisch sein, auch noch einen Reflektor aufsetzen. Im besten Fall Flammenwurf kommt. Okay, das ist Zoroark. Ich weiß, wie gesagt, er könnte Sondersensor haben. Aber ich glaube, Zoroark ist jetzt eher nicht so mein großes Problem, sondern eher das Mega-Lucario, was danach kommt. Und für den will ich gut gepreppt sein. Es kommt weiter in Flammenwurf, der hat keinen Sondersensor. Geil. Das ist mega. Das ist wirklich... Das ist nicht so geil.
Aber es sollte alles noch okay sein. Boah, ich bin so froh, dass sich dieser Scheiß-Reflektor so ausgezahlt hat, ne? In diesem Projekt am Anfang mit Lichtschild die ganze Zeit gearbeitet. Und jetzt, gut, die ganze Zeit, ich glaube, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich jetzt diesen Reflektor hier drücke. Aber das zweite Mal, dass der mega nützlich ist. Flammenwurf kommt nochmal, sollten wir eigentlich leben. Mhm. Auch Burn und Hagel sollten wir noch überstehen, das ist mir auch wichtig. Das ist auf jeden Fall ein totes Zorak. Und jetzt wird Mega Lucario kommen. Im besten Falle hat er keinen Patronenhieb. Dann haben wir mit Mega Aerodactyl auch zur Not immer was zum Revengen. Und wir haben noch ein Highlight. Das sind alles sehr, sehr gute Dinge, würde ich erstmal sagen. Ja, der ist nämlich Level 77, das dachte ich mir. Und jetzt hoffe ich, dass Tektas das irgendwie so übernehmen kann, wie es ich mir irgendwie in meinem Kopf ausgemalt habe. Und der nicht irgendwie Donnerschlag oder so kann. Weil so ein Donnerschlag, das wäre ein bisschen unangenehm. Das kann ich auf jeden Fall sagen, aber ansonsten... Okay, hat Patronenhieb, das ist einerseits kacke, andererseits gut, weil dadurch kriegt Tech... Ich wollte gerade sagen, das ist ein Crit, okay. Das war richtig viel Damage durch den Reflektor, vor allem auch durch... Also ein Crit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sehen müssen. Licht kann... Oh mein Gott, er hat wirklich noch einen speziellen Move, er ist mixed. Okay, das ist richtig schlecht. Also wir kriegen diesen Durchbruch jetzt auf jeden Fall raus. Aber wir werden in der nächsten Runde rausgeschleudert von ihm. Oh, Durchbruch. Hätte auch ein bisschen mehr Damage noch machen können, aber es war absehbar. Wir nehmen noch den Tiefschlag-Chip-Damage mit, weil das ist alles wichtiger Damage. Und wow, war das ein Crit? Ne, das war einfach der normale Damage, nochmal geil. Das Ding ist, wir sind bei Full HP. Das heißt, ich glaube, der würde einen Bullet Punch leben und der auch. Ein Knirscher oder so. Ein Bullet Punch ist nochmal Stab mit Anpassung. Ich glaube sogar, wir sind mit Alola Knogger besser aufgestellt. Und wie gesagt, der Reflektor ist auch noch da. Der Reflektor ist nicht mehr da. Scheiße. Maybe hätten wir auf den Bullet Punch einfach in Alola Knogger gehen sollen. Ich weiß, in meinem Kopf war es so festgesetzt, dass ich in Tektas gehe. Ja, er hat Erdbeben. Bitte lass mich das leben. Das ist kein Stab, das ist normal. Ja, ein Crit hätte uns auf jeden Fall, glaube ich, besiegt, oder? Ah, vermutlich schon. Geschafft. Kein Mon verloren. Das ist das Wichtigste an der Stelle. Heieiei, okay. Gladio haben wir damit auch besiegt. Das heißt, es warten jetzt trotz allem leider noch so viele Trainer vor uns in dieser scheiß Siegesstraße, ne? Also gegen die müssen wir noch antreten und es gibt jetzt hier auch nochmal gleich ein Special Battle, das wir auch noch machen werden. Also ich glaube heute nicht mehr. Heute nicht mehr, in dem Part nicht mehr. Aber im nächsten Part gibt es nochmal ein Special Battle hier im Dorf der Kapus, bei dem wir auf Level 79 sein sollen. Gegen den Veteran, der dort steht, dort drüben. Der da. Das heißt, den werden wir noch im nächsten Part am Anfang in Angriff nehmen. Dann gehen wir in die Siegesstraße. Und dann schaffen wir hoffentlich einfach mal die Ligas. Das wäre mal wieder ganz nett, die zu schaffen, muss ich gestehen. Aber ja, ich würde sagen, es war ein, ja, irgendwo erfolgreicher Part. Aber es sind halt so viele Mons tot, dass ich eigentlich nur noch weinen will. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.